Ich möchte meinen Vortrag mit einem kurzen Gebet beginnen. Großer Gott, wir bitten jetzt wieder um Konzentration, dass du unser Herz öffnest, uns berührst mit deinem Wort. Danke, dass du geredet hast. Danke, dass wir jetzt hören dürfen. Amen. Ja, unser erster Vortrag hat ja zwei Teile. Und die Frage bleibt die gleiche: Was ist der Mensch wirklich? Wer ist er? Und wir wollen uns Psalm 51 dazu anschauen. Wir haben uns ja beim ersten Vortrag schon erinnert, dass der Psalter eine Einheit bildet, aber in fünf Bücher strukturiert ist, die unterschiedliche, aber einander ergänzende Schwerpunkte setzen. Jetzt betreten wir das zweite Psalterbuch, Psalm 51. Das ist also ein neuer Psalm. Wenn wir also reinschauen wollen in das zweite Buch, dann sehen wir, dass dieses Buch Exodus oder Schemot von der Not und Drangsal des Menschen unter seiner Sünde und seinem Götzendienst spricht, aber gleichzeitig von dem grandiosen Plan unseres Retter Gottes, uns Rettung zu verschaffen. Und was macht Gott, wenn er Rettung verschaffen will? Er beruft und bereitet vor einen Retter. Das sieht man bei Mose, das sieht man bei unserem Retter Jesus Christus. Und so ist das zweite Mosebuch ein Buch der Rettungen aus Sündennacht, aus absoluter No-Future-Situation. Der Holocaust war über Israel, und das sage ich, weil es damals das ganze Volk auch betroffen hat. Man hat alle Männlichen umgebracht. Hätte man es zumindest versucht. Aber Gott war da. Und so wohnt dann am Anfang das Volk Gottes in fremdem Land unter der Herrschaft eines bösen Königs, der ihren Tod will und sie ausquetscht auf den letzten Tropfen. Aber am Ende des Exodus-Buches eine ganz andere Szene. Dort sehen wir, dass die Herrlichkeit Gottes inmitten des Volkes Gottes wohnt. Eine ganz andere Situation. Sie sind gerettet, sie sind zwar noch in der Wüste, aber Gott ist in ihrer Mitte, und dann mag es außenrum Wüste sein, wenn aber Gott in der Mitte ist und der Zugang zu Gott offen ist, dann ist alles gut. Das ist die Rettung Gottes, und so können wir das auch auf uns anwenden, und wir müssen das ja auch tun, wie uns das Neue Testament ausdrücklich sagt. Diese Dinge geschahen denen damals zu unserem Vorbild. Wir sollen lernen daraus. Und so diese Spannung, dieses große Wunder, wie kann der Heilige inmitten von uns Unheiligen wohnen, wird dort beantwortet mit der Antwort: Ja, wir brauchen Priester und wir brauchen Opfer. Und so ist es nicht Wunder, dass der Herr Jesus der hohe Priester geworden ist an unserer Statt, für unser Anliegen, wollte ich sagen, für uns eintretend, aber auch gleichzeitig in Personalunion das eine große Opfer, das uns den Weg zu Gott öffnet, das uns Rettung aus Sündennacht ermöglicht. Und dieses Thema treibt auch Psalm 51 jetzt im zweiten Psalterbuch voran, den manche den Bußpsalm par excellence, also den besten, tollsten, schönsten Bußpsalm genannt haben. Es ist der vierte, wir haben sieben Bußpsalmen im Psalter 632, was sehr parallel ist, auch von David über dieselbe Sache, 38, dann 51, und dann geht es weiter mit 102, 130 und 143. Also der vierte ist von den sieben dann in der Mitte, also ihr Hauptstück. Wir sind also am Hauptstück der sieben Bußpsalmen des Psalters. Nun, der Hintergrund ist Davids Sünde mit Batseba. 2. Samuel kann man darüber lesen, Kapitel 11 und 12 wird die ganze Geschichte ausgebreitet. Mit allen den Begleit- und Folgesünden, war ja nicht nur Batseba, da ging ja noch viel mehr ab. Wir lesen dort von seinem tiefen Absturz in Sündennacht. Die Schrift sagt ausdrücklich, die Sache, die David getan hatte, war böse in den Augen des Herrn. Also wer es nicht begriffen hat, der Heilige Geist sagt extra nochmal als Kommentar, 2. Samuel 11, Vers 27, es war böse. Und dann heißt es, in den Augen des Herrn. Der Ewige hat zugeschaut bei seiner Sünde. Das ist gefährlich. Das heißt, wenn wir sündigen, sind wir praktizierende Atheisten. Wir würden ja seinen Blick nicht ertragen. Aber er schaut.
Das heißt, gerechterweise wäre jetzt hier das ewige Gericht seitens Gottes unausweichlich die Folge gewesen. Aber am Ende des Dramas dieses Psalms, ist ja auch interessant, am Ende des Psalms, in seinem Drama, wohnt Gott inmitten seines Volkes in der Davidstadt, die hier den Namen Gründung des Friedens, Wohnung des Friedens Jerusalem trägt. Und sein Volk ist auch da und es bringt ihm Lobgesang, es bringt ihm Gottesdienst da. Also, wer kann so ein Wunder verstehen? Es beginnt mit dem tiefsten Absturz in die Gottesferne und Finsternis. Und am Ende wohnt Gott in Frieden inmitten seines Volkes, in der Gründung des Friedens. So ein Drama, eine solche Story, das kann nur Gott beschließen und durchführen. Also im Psalm 51 begegnen wir einem Menschen, der in die tiefste Finsternis von mehrfacher grausamer Sünde gefallen ist, aber dann von Gottes Heilsgedanken und Heilswirkungen erfasst wird und nur deswegen die Umkehr zu Gott schafft. Das nennen wir ja Buße, die Umkehr zu Gott, dass wir neu über die Dinge denken und auch anders empfinden und dann auch andere Wege gehen. Die Umkehr zu Gott, das Erfahren von Vergebung. Also dieser Vorgang der Umkehr zu Gott, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wie es der Liederdichter sagt, das ist wirklich großartig, das ist sensationell. Ich hoffe, wir können noch drüber uns freuen, auch wenn wir es Woche für Woche anschauen. Und das ist auch was typisch ist für die Selbstoffenbarung Gottes. Warum? Weil er ein Heiland Gott ist. Lies mal den Titusbrief. Er ist ein Heiland Gott, ein Retter Gott. Das ist sein Wesen. Und deswegen dieses große Werk, wo er das vollkommen zeigen kann. Und weißt du, das geht dich an. Das geht jeden von uns an, ob du glaubst oder nicht. Das geht dich an, ganz direkt. Und deswegen wollen wir jetzt auch genau hinschauen. Und zwar mit dem richtigen Fokus. Der Held der Geschichte ist nicht der David, okay? Das verstehen wir vielleicht. Auch nicht die Bathseba. Wer ist der Held im Psalm 51? Naja, ist nicht sehr schwer zu raten. Gott ist der Held dieser Geschichte. Es ist der sich selbst als Retter Gott offenbarende Gott. Er gibt dem Sünder Buße, er gibt dem Sünder Glauben, er vergibt ihm, er zieht ihn in die Wohnstadt und in die Gegenwart des Friedens, er nimmt ihn auf zu ewigem Lobpreis. Es geht alles von Gott aus. Er ist der Heiland Gott, er macht alles, alles beschlossen, er macht auch alles. Aber es ist trotzdem tragisch, dass wir hier lesen müssen von diesem Absturz. Und so wollen wir beachten, wenn wir jetzt Psalm 51 zusammen lesen, wo das Ganze herkommt. Erster Punkt, die Bestimmung und der Hintergrund des Psalms. Ich werde doch das Beste meiner Predigt oder meines Vortrags dadurch erledigen, dass ich den ganzen Psalm lese. Der Rest sind nur Anmerkungen. Dem Vorsänger, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Das ist die Vorrede. Jetzt geht's los. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht
Und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Soweit Gottes inspiriertes Wort. Interessant, in die Seele dieses bußfertigen Davids zu schauen. Ich habe überschrieben, das Ganze tief gefallen, weil das ist unser Thema. Wir haben als erstes im Psalm 8 gesagt, geschaffen, mussten aber schon hören vom Sündenfall und seinen Wirkungen, weil es ja so schnell kam. Und jetzt schauen wir an einem einzelnen Beispiel einen tiefen Absturz. Tief gefallen, aber ich musste nach dem Gedankenstrich auch schreiben, aber nicht ohne Hoffnung. Und darüber wollen wir auch hören. Und deswegen ist der Held der Geschichte nicht der David, der abstürzt, sondern der Gott, der ihn dort wieder rauszieht. Wir glauben an einen Gott, der uns rauszieht. Wir beginnen mit dem Hintergrund, dem Vorsänger am Psalm von David. Darüber habe ich, glaube ich, schon genügend gesagt, wie auch dieser Psalm, also man kann sagen, bis vielleicht auf 4 Psalmen, das ganze Buch Nummer 2 des Psalters ist von David, also hat wirklich viel geschrieben. Vorsänger habe ich schon gesagt. Es geht also wieder um die öffentliche Verkündigung im Gesang. Das heißt, auch hier haben wir keinen Privatfall, eine Privatsache. Ich meine, peinliche Sünden, ja, sind ja auch wirklich peinlich und eigentlich willst du, dass keiner erfährt. Das hat David auch probiert, erfolglos zum Glück. Und jetzt lässt er, und das ist das Tolle, wenn man volle Vergebung erfahren hat, kann man auch über seine Sünde reden. Damit andere davon lernen, das werden wir noch anschauen. David hatte eine derartig großartige Vergebung erfahren, dass er Schande und Scham ihn nicht hindern lässt, seine Sünde öffentlich zu bekennen und Gottes Vergebung zu rühmen. Darum geht's, Gott zu rühmen. Er ist der vergebende Gott. Und so sollen wir das auch tun. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Lukas 4, Vers 47, ihr kennt die Stelle. Und weißt du, mit Offenbarung 5, der lobt auch viel. Ich sage es nochmal. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel und der lobt viel. Und ich sage es, der lebt auch viel. Das ist unser Leben. Wisst ihr, so einer hat keinen Stolz mehr, der ihn seine Sünde zu verheimlichen drängt. Ja, und dann ist hier noch ein gewisses Wortspiel drinnen. David verwendet zweimal hier das Tunwort, das Verb eingehen. Also man könnte das auch so übersetzen, das habe ich von Benedikt Peters gelernt. Als der Prophet Nathan zu ihm hineinging, wie er zu Bathseba eingegangen war. Das ist ein interessantes, spannungsvolles Wortspiel. Weil diese Wortparallele ist ja ein bisschen antithetisch. Also da ist ein leuchtender Gegensatz. Ja, David war ja von böser Lust getrieben zu Bathseba eingegangen und abgestürzt. Aber Gott sandte dann zur Auslösung seiner Rettung diesen Nathan, den Propheten, dass dieser dann mit Gleichnis, er musste ja eine Geschichte erzählen, und dann mit diesem schneidenden, du bist der Mann, ihn mitten ins Gewissen traf, sein Gewissen erreichte und dadurch die Buße auslöste. Der erste Punkt, den wir hier beobachten, bei dem Thema tief gefallen, aber nicht ohne Hoffnung, ist der große Fall. Vers 2, erster Punkt, der große Fall. Vers 2,
Ja, wir lesen hier ja in der Schrift immer wieder von Sünde. Sie verwendet viele sprechende Worte, um Sünde zu bezeichnen. Man hört ja vieles, wir haben sehr schöne deutsche Wörter dazu, zum Beispiel ungehorsam, das gibt es auch im Griechischen, ganz toll, das heißt daneben hören, parakur. Wenn Gott redet, dann daneben hören, ja, heißt ihm nicht das Ohr leihen, das führt zum Ungehorsam. Dann lesen wir im Neuen Testament vom Danebentreten, also vom Fehltritt, der dann zum Fall führt. Auch das kennen wir in der Schrift, der Fehltritt, Paraptoma, also danebentreten, stolpern. Aber wir lesen auch dieses dritte Wort, das hier wichtig ist, übertreten, Parabasis. Also wenn wir Linien übertreten, die Gott uns im Gebot zugewiesen hat. Nun, 400 Jahre vor David hat ja Gott durch Mose sein Dekalog, das Zehnwort, gegeben, die 10 Gebote, wie wir sagen. Und dort hat er eine Reihe von solchen ganz fixen Linien aufgezeichnet. Und da lesen wir 2. Mose 20, Vers 13 von mehreren Dingen. Aber da lesen wir unter anderem 3 Dinge, die hier relevant sind. Da steht, du sollst nicht töten, oder? Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht stehlen. Und mindestens diese 3 hat David in dem ganzen großen Fall umgerissen, übertreten. Und das war noch ohne alle Not. David hatte alles. Er musste nicht stehlen. Hatte auch genug an seinen Frauen bis dahin. Er hat es ohne Not übertreten und damit diesen Segensraum Gottes verlassen. Und so fiel er in jener Nacht, diesem Abend vielleicht, in die Finsternis der Sünde. Er versuchte, das alles zu verdrängen und zu verheimlichen. Das gelingt ihm nicht. Die Schuld frisst ihn immer weiter auf. Und in diesem Parallelpsalm, der denselben Anlass behandelt, Psalm 32, da sagt er ganz deutlich, als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Den Tag und Nacht, also rund um die Uhr, Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Poetisch, aber trotzdem merkt die Schwere. Und er weiß auch, wer diese Last bringt. Es ist ein erziehender Gott, der sein Kind zurückziehen will aus der Sünde. Nun, die Frage nach der Sünde ist die eine, aber die Frage nach dem Ausweg ist die andere, die wir auch stellen dürfen. Würde David je wieder aus diesem Elend herauskommen? Und wenn ja, wie? Wie sollte er da wieder herauskommen? Wohin wendet er sich, um Hilfe zu bekommen? Nun, der Glaubende weiß, dass es da nur eine Adresse gibt. Und das ist nicht der Seelsorger und der Psychiater oder sonst jemand. Das sind vielleicht Hilfsbeamte Gottes. Aber es gibt eine Adresse, leider nur eine Adresse. Warum leider? Weil es nämlich genau der ist, gegen den du gesündigt hast. Das ist ja das Schwierigste, seine Sünde dem zu bekennen, gegen den du gesündigt hast. Und wenn es auch noch der heilige Gott ist, von dem du alles hast, dem du alles verdankst, gegen den du grässlich gesündigt hast, gegen ihn rebelliert hast und seine Vorschriften missachtet hast. Und Leute, wir sind alles solche Leute, oder? Da ist keiner außer Jesus eine Ausnahme. Dann musst du zu dem hingehen. Und so geht David als Glaubender und insofern als Vorbild. Jetzt ist er Vorbild. Er geht genau an die richtige Adresse und bittet, und das ist der Punkt Nummer 2, um Vergebung. Punkt Nummer 2, das Begehren der Vergebung. Der Vers 3 hier, ich lese ihn. Sei mir gnädig, sagt er hier, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Also es geht natürlich David ganz konkret um seine Sünde mit Bathseba. Deswegen meint Benedikt Peters, man müsste hier den Singular verwenden, das wäre sprachlich möglich. Also tilge meine Übertretung. Aber da hängen doch ein Rattenschwanz anderer Dinge dran. Wir müssen ja auch an den Ehemann der Bathseba denken, oder? Und so weiter. Nun, der Glaubende weiß, dass er seine Sünde vor Gott bringen muss. Denn der Sünder braucht ja zur Tilgung, hier steht tilgen, das ist ein altes Wort, glaube ich. Das meint einfach auslöschen, ausradieren. Und er braucht zur Tilgung seiner Sünde notwendiger 3 Dinge. Und die stehen alle hier. Die stehen alle hier. Das ist ein super Psalm. Hier steht nämlich Gottes Gnade, hier steht von Gottes Güte, Chesed, diese treue Bundesliebe, die Gott hat zu seinem Volk und sein großes Erbarmen. Das steht alles hier. 3 Dinge, die du nur bei Gott findest, da musst du hin, wenn du in Sünde gefallen bist.
Weißt du, der Mensch, ich und du, wir haben über diese Dinge keine Verfügungsgewalt. Es sind Gottes freie Geschenke und deswegen müssen wir bitten und deswegen beten wir. Und Gott sei Dank, er gibt uns, was wir erbeten. Nun, David redet hier nicht viel von den Einzelheiten seiner Sünde, die kann man im 2. Samuel-Buch ja ausreichend beschrieben vorfinden. Wir können seine Worte umso besser, weil es nicht so in die Details geht, der konkreten Sünde, auch auf jede Sünde anwenden. Und so lernen wir hier sehr viel über das Wesen der Sünde, über die Umkehr und über die Vergebung. Betrachten wir zuerst als dritten Punkt die Auswirkungen der Sünde. Drittens, die Auswirkungen der Sünde, Verse 4 bis 6. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit, bittet er, und reinige mich von meiner Sünde. Der Hebräer hat eine Art der Poesie, die wir nicht so kennen im Abendland. Er sagt häufig Dinge zweimal, man nennt es Parallelismus, wo er mit anderen Worten denselben Gedanken nochmal sagt. Das wäre der normale Parallelismus. Man kann aber auch genau das Gegenteil sagen oder man kann weiterentwickeln. Also es gibt da verschiedene poetische Formen. Er sagt also hier, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und parallel dazu, reinige mich von meiner Sünde. Er seht es nicht, die Parallelität, wasche mich, reinige mich. Oder hinten, meine Ungerechtigkeit, meine Sünde. So erkennt ihr diese hebräische Art der Dichtkunst. Und das ist seine Bitte. Und ich habe hier die Auswirkungen der Sünde, ich habe hier zwei Auswirkungen. Die erste ist ja offensichtlich Unreinheit. Oder wozu musst du dich waschen und reinigen? Bei Unreinheit. Das heißt, David bittet hier um, das Wort heißt Vollwaschung, Vollbad. Voll und ganz und Reinigung, das bittet er. Also man fühlt sich schmutzig, wenn man gesündigt hat. Das ist ganz normal, Gott sei Dank. Und deswegen kommt das Begehren, dass man sich waschen möchte, nicht nur, sondern ein Vollbad hier. Naja, Sünde beschmutzt, lernen wir, macht unrein. Du stinkst, du wirst gemeinschaftsunfähig. Deswegen müssen wir in der Gemeinschaft, der Familie und auch der Gemeinde dafür sorgen, dass Sünde rausgetragen wird. Ja? Papa, Müll raustragen, es stinkt schon. Ich habe das auch schon gehört. Das müssen wir machen, das ist Seelsorge. Müll raustragen. In Gottes Gegenwart ist nämlich Reinheit geboten, sonst wird man krank. Und davon zeugen vorbildlich viele Anweisungen und Rituale im Alten Testament. Und Hebräer 10, Vers 22 wendet ja diese beiden Ausdrücke aus Vers 4 her auch für den neutestamentlichen Gottesdienst an. Da heißt es ja, lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Und dann kommt es, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es wird direkt auf den neutestamentlichen Gottesdienst angewandt, dass wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, es eigentlich eine Herzenswaschung im Gebet vor Gott nötig hat. Wie soll man sonst empfangen? Nun, hier wird von der Reinigung des Glaubenden gesprochen, und zwar nicht durch Wasser, sondern durch das Blut des Opfer Jesu. Die erste Auswirkung der Sünde ist also Unreinheit. Das passt nicht in die Gegenwart des Reinen und Heiligen. Das Zweite, was die Sünde mit uns Menschen macht, ist, sie setzt uns der Strafe aus. Zweite Auswirkung, Strafe. Strafe. David kennt ja seine Sünde, er ist sich völlig bewusst, was er getan hat. Er weiß, dass es darauf notwendigerweise Strafe geben muss. Todesstrafe übrigens. Todesstrafe, absolut. Aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Denn ohne Sündenbewusstsein, ohne das Bewusstsein, dass auf diese Sünde Strafe folgen muss, gibt es doch keine Suche nach Vergebung und Rettung, oder? Ich denke, das müssen wir uns merken für die Verkündigung der guten Botschaft, für die Verkündigung des Evangeliums. Da fängt nämlich Paulus an in seiner großen Behandlung des Evangeliums Gottes von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Da sagt er, Kapitel 1, Vers 18 im Römerbrief, denn Gottes Zorn ist bereit, geoffenbart zu werden vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Wisst ihr, was der größte Feind des Menschen ist, der sich noch nicht hat retten lassen? Nicht der Teufel, Gott. Jetzt musst du staunen, ja? Nein, wir sollen nicht den Teufel fürchten, auch nicht die Menschen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Leib als Seele im Feuer der Hölle verderben wird.
der das kann. Wir haben Gott zu fürchten. Und wenn wir sündigen und dann ein schlechtes Gewissen kommen, Gott sei Dank fürs Gewissen. Alle schrauben an dem Ding rum. Gut, dass wir Gottes Wort haben, um es wieder ein bisschen zu normieren und einzupendeln. Auch dieser Bibeltag dient dazu, die Nadel unseres Gewissens wieder zu eichen. Und so beginnt Paulus eben dort im Römer seine Präsentation des Evangeliums und führt es dann 3 Kapitel lang aus wie eine riesige Gerichtsszene, bis dann an jener Stelle, wo er nach universalem Todesurteil dann sagt, Wendepunkt, und werden umsonst, Gnade, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Kapitel 3, 24, da ist der Wendepunkt, da ist das Wunder, das ist das Faszinierende. Aber zuerst müssen wir wissen, wir sind unter der Todesstrafe. Wir müssen da raus, wir brauchen Rettung. Israel wurde nur gerettet, als sie zu Gott schrien um Hilfe. Und dann gibt es aber eine andere Auswirkung, die wir eigentlich an Platz 1 hätten stellen sollen, die Auswirkung auf Gott. Ja, jedes Brechen seiner Gebote, jedes Überschreiten dieser roten Linien, die er gezogen hat, um seinen Segensraum einzuzäunen, ist aktiv Rebellion gegen Gott. Er darf uns vorschreiben, was wir als Geschöpfe zu tun haben, und wir missachten das. Also es ist Missachtung und Rebellion gegen Gott, gegen sein Gebot. Natürlich hatte David gegen Bathsheba und ihren Ehemann Uriah gesündigt. Er plante ja dessen Tötung, gab entsprechende Anweisungen, hat er extra gesagt, können wir lesen, damit er erschlagen werde und sterbe. Das war der Auftrag an seine Offiziere. Hat also die in die Sünde noch mit reingezogen. Ja? Sünde steckt an, zieht alle noch mit runter. Und das leugnet ja David gar nicht, aber was er hier sagt, kommt, also dass er gegen diese Menschen gesündigt hat, das leugnet er ja gar nicht. Aber er kommt hier zu dem Bewusstsein, dass seine Sündenschuld zuallererst vor dem heiligen, gerechten Gott ist. Dass die Sünde die größte Rebellion ist, nicht weil es die größte Sünde war und weil es eine sexuelle Sünde war, war es so schlimm, sondern gegen wen du sündigst, das macht die Sünde groß. Sich gegen den Gebieter und Souverän des Himmels zu sündigen, zu sagen, was hast denn du mir zu sagen? Ich mache jetzt das, was mir gerade meine Hormone diktieren. Also es geht nicht nur darum, natürlich geht es auch darum, aber es geht nicht nur darum, was wir getan haben, sondern gegen wen wir es getan haben. Und das kriegt er raus. Gottes Geist wirkt in diesem David und macht ihm klar vor Gott, gegen den Herrn habe ich gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde wehgetan, du wirst nicht sterben. Hier ist der Wendepunkt. Also das Sündenbekenntnis ist unverzichtbar, David musste es bekennen. Das verlangt Gott von uns, also ohne Bekenntnis keine Vergebung. Also wir müssen ganz schonungslos ein Eingeständnis geben von unserer sündigen Tat, weil das rechtfertigt Gott, wenn er straft. Das wird dann jedem Beobachter klar, wenn du deine Sünde offen bekennst, dass Gott gerecht ist, wenn er dann entsprechend strafen würde. Das kann man auch bei der Sünde Achan sehen, der gestraft wird, aber das will ich überspringen. Also David musste trotz seines Bekenntnisses Strafe tragen. Gleich Kapitel 13 geht's los. Das Schwert wird nicht weichen von deinem Hause. Das sehen wir, vieles, was schief geht. Das mag sein, also mit einem Bekenntnis büßen wir nicht unsere Schuld ab und verhindern Strafe. Das ist unmöglich, weil das konnte nur gebüßt werden durch einen Gerechten. Aber die Buße, das offene Bekenntnis der Sünde ist sozusagen wie ein Tor und durch das musst du gehen, wenn du Vergebung finden willst. Warum? Weil Gott gerechtfertigt werden muss in den Worten der Buße. So ist es wichtig. Also, dann kannst du sagen, ja, liebe Leute, dann habe ich bestimmt ja ein paar Sünden vergessen, dann wird es doch Essig mit dem Himmel. Aber weißt du, wir glauben an den allwissenden Sohn Gottes, der dich vor aller Zeit, als du noch gar nicht warst, schon kannte, jedes deiner Gedanken, jedes deiner Taten, dein ganzes Leben, jedes deiner hässlichen Sünden und meiner hässlichen Sünden. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott, der Heilige, weiß, auf wen er sich hat eingelassen und trotzdem Mensch wird, ans Kreuz geht, alle unsere Sünden bekennt, ohne Ausnahme, keine wurde vergessen, eine um die andere bekannt vor Gott und für jede einzelne Gottes Gericht ertragen hat, sodass
ich sie nicht mehr tragen muss, sondern frei ausgehen kann. Besiegelt durch den Stempel Gottes, Tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Wir dürfen frei ausgehen. Aber wir sollen auch lernen, unsere Sünden auch zuzugeben. Zu bekennen heißt, sie auszusprechen vor Gott. Und da ist diese Verheißung, die habe ich auch gestern jemand gesagt, der zu mir kam, lernt es auswendig. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir, und das spricht der Apostel der Liebe, der Johannes, zu uns als Gläubigen, wenn wir unsere Sünden bekennen vor Gott, so ist er nicht gnädig und barmherzig, nein, wir sind ja schon seine Kinder, so ist er treu und gerecht, weil der eine ja schon bezahlt hat und er gesagt hat, und das rechne ich dann euch an, ist er jetzt gerecht und treu, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Ja, haben wir gerade gelesen, Waschung, reinige mich und es reinigt von aller Ungerechtigkeit. Lasst uns zu diesem Gott umkehren, egal wie klein oder wie groß, wie hässlich oder wie anschaulich diese Sünde gewesen ist. So, das waren die Auswirkungen der Sünde auf Gott und Menschen. Aber wir merken, dass David nicht oberflächlich bleibt. Er spricht über den Sitz, die Wurzel der Sünde. Das ist mein vierter Punkt, Vers 7 bis 8, der Sitz der Sünde. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Der Sitz der Sünde ist nicht auf der Oberfläche. Der Sitz der Sünde ist in unserem Wesen. Also das Problem des gefallenen Menschen liegt viel tiefer als nur seine Taten, seine Sünden, sondern der Mensch ist ein Sünder dem Wesen nach. Ab 1. Mose 3, ab dem Sündenfall, ist jeder Mensch frisch und munter und fröhlich krähend, wie er aus dem Mutterleib kommt, ein Sünder. Auch das süße kleine Baby eben. Frisch geboren in den Armen der Mama, schlummernd. Ach, das Süße, das hat ja noch nichts Böses getan. Ja? So unschuldig liegt es in den Armen der Mama. Ja, hat wahrscheinlich noch nicht gesündigt, bin überzeugt, aber es ist ein Sünder. Es geht nicht nur um die Gedanken und Taten, es geht um das Wesen. Es ist ein Sünder. Brauchst du einen unwiderlegbaren Beweis? Babys sterben. Oder? Wenn sie keine Sünde getan haben, das heißt doch, der Lohn der Sünde ist der Tod. Man stirbt als Mensch, weil wir gesündigt haben. Nein, wir sterben, weil wir Sünder sind. Man kann es mit Römer 5 natürlich auch weiter begründen. Wir haben alle in dem Adam gesündigt, aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Aber das ist mir wichtig. Es ist unser Wesen, es ist unser Baum. Es sind nicht nur die faulen Früchte unserer Taten. Wir müssen weiter fragen nach dem Stamm, nach der Wurzel, nach unserem Wesen, wo es herkommt. Und da lesen wir, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, Römer 5, Vers 12, das müssen wir festhalten. Also in Adam sind wir alle Sünder von Natur aus. Das war das Erste. Im Wesen, da ist der Sitz der Sünde. Und sogar im Zentrum, das ist mein zweiter Punkt, Vers 8, im Herzen, das geht also tiefer, mitten hinein ins Wesen, ins Lebenszentrum, ins Herz des Menschen. Gut, der Text spricht hier von Nieren, das ist ein Symbol für das Innere, vom Verborgenen, das sieht man ja nicht, die Eingeweide sozusagen. Also was ganz innen drinnen ist, wir reden eher vom Herzen dann. Und so wünscht sich David angesichts seines Strauchelns und Fallens hier inneren Halt, inneres Neuwerden, göttliche Weisheit, und zwar an der Schaltzentrale seines Wesens, seiner Person, seines Sinnes, seines Willens, seines Tuns. Wie soll das geschehen? Nun, das Wunderbare am Rettungswerk Gottes ist, dass er alle diese Wunder tut. Wunder sind Chefsache, okay?
Hier muss Gott wirken. Wir können uns im Wesen nicht ändern. Wir können uns kein neues Herz geben. Wir müssen einen anderen darum bitten. Das kannst du in Hesekiel 36 nachlesen, die ganzen Wunder des neuen Bundes, wo Gott sagt, er wird uns ein neues Herz geben, er wird einen neuen Geist in unser Inneres geben, er wird das tote, steinerne Herz rausreißen und ein fleischernes, also lebendiges Herz hineingeben. Er wird seinen Geist in unser Inneres geben. Er wird sogar machen, dass wir in Gottes Satzungen wandeln und seine Rechte bewahren und tun. Überall brauchen wir Gott. Für diese Chefoperation brauchen wir Gott. Auf jeden Fall. Gott kann diese Wunder tun. Er will sie tun. Warum? Er ist Heiland Gott. Also wende dich zu ihm. Bitte ihn um Reinigung und Vergebung. Du darfst im Glauben zu ihm kommen. Gott hat gesagt, und auch zu dir, wenn du noch nicht glaubst, hat er gesagt, lass dich versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Geh an diese Adresse. Er kann diese Operation, die du dringend nötig hast, an dir durchführen. Und diese werbende Bitte Gottes muss als Befehl verstanden werden. Wie Paulus auf dem Areopag, wo er sagt, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle, ohne Ausnahme, überall Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag gesetzt hat, einen Tag, wo er schon einen Richter eingesetzt hat, der ein Gericht beginnen wird, und dort wirst du nicht lebendig davonkommen. Deswegen tue Buße, kehre um. Wo immer stehen solche souveränen Heilshandlungen Gottes parallel und daneben dieser großen Verantwortung, die du und die ich haben als Menschen. Das ist kein Widerspruch. Gott handelt souverän im Heil, aber du musst umkehren, ist unser Aufruf, den wir aus der Bibel als Echo weitergeben. Nun, genährt und ermutigt von dieser tiefen Einsicht in das Wesen der Sünde, breitet David nun viele Bitten des Heilsverlangens aus, die ich nur skippen kann. Ich töne sie nur an. Es sind die Verse 9 bis 14, die Bitten des Heilsverlangens. Der fünfte Punkt, die Bitten des Heilsverlangens. Ich sehe hier zuerst die Bitte um Reinigung, Vers 9, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Also er weiß, das wird wirken, wenn man Gott bittet, der macht es, der kann das. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Poesievoll, aber er weiß, Erfolg garantiert, Gott kann das, Gott macht es. Bitte ihn, er wird es tun. Es ist nötig. Du musst die Befleckung und Beschmutzung der begangenen Sünde losbekommen. Und deswegen lerne Johannes 1, Vers 9 auswendig. Das zweite ist die Bitte um Wiederherstellung der Seele, Vers 10. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Also die Hand, die mich züchtigend schlug, die wird mich auch in der Vergebung wieder aufrichten. Ist es nicht schön? Er wendet nicht das Angesicht ab, um nie mehr uns anzuschauen, sondern die Bitte ist, er möge sein Angesicht nicht mehr auf unsere Sünden und Übertretungen richten. Das ist eine sehr schöne Bitte. Ja, David kannte das Lied des Moses, wo es von Gott heißt, 5. Mose 32, ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Da müssen wir hin, wenn wir diese Bitten des Heilsverlangens haben. Vers 11 haben wir dann die Bitte um Gemeinschaft mit dem Heiligen, weil es ja kein menschenwürdiges Leben gibt ohne Gemeinschaft mit dem Schöpfergott. Das gilt ja auch für uns Glaubenden, aber ja, also Gemeinschaft mit dem Heiligen, das möchte er haben. Und dann kommen noch mal mehrere Bitten um Wiederherstellung des Herzens, Vers 12 bis 14. Einfach, weil das Problem der Sünde radikal ist. Ja, radix heißt ja die Wurzel, also es geht wirklich bis ganz runter, muss auch die Lösung radikal sein. Also der David bittet hier nicht um Politur oder Korrektur oder Überarbeitung seines Herzens, sondern um eine Neuschöpfung. Ja, da steht hier bara, das Schöpfungswort. Gott muss ein Neues schaffen, denn Sünde ist ein böses Wirkprinzip in uns. Ein Gebundensein, ein Geknechtetsein, das muss zerrissen werden, das muss gelöst werden, wir müssen befreit werden, sodass dann endlich, wie es Römer 5 sagt, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dass es dazu stärkster Mittel bedarf,
Das erkennen wir daran, dass er hier auch um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes hier bittet. Weil nur die Gegenwart Gottes, höchstpersönlich, und Gottes Wunderwirken kann einen Menschen aufleben lassen. Nun vielleicht eine Randbemerkung, das ist ja vielleicht ein emotionaler Ausdruck, wenn er hier sagt, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir, Vers 13b. Hat er wirklich geglaubt, er könne den Heiligen Geist verlieren? Ich weiß es nicht, aber er hat sich so gefühlt. Aber der Gläubige des Neuen Testaments darf wissen, nach Jesu Wort in Johannes 14, dass der Heilige Geist in der Neugeburt empfangen wird und dass er bleibend und ewig im Gläubigen wohnen wird. Gott sei Dank, weil den brauchen wir, sonst wird es nichts mit der Vergebung. Ich komme zum Schluss, die Folgen des Heils. Ich habe sie ein bisschen aufgeteilt, weil er ein bisschen in mehrere Richtungen geht. Die Folgen des Heils individuell, Verse 15 bis 19, das ist mein sechster Punkt. Da fängt er nämlich an, nicht über seine eigene Sünde zu reden und für seine eigene Vergebung, sondern sie voraussetzend, weil er Gott vertraut, er wird mir vergeben, sagt er, und diese wunderbare Botschaft von Gott, der Vergebung schenkt, der Umkehr möglich macht, der neu macht, all diese Erfahrungen, die er in der Vergebung empfangen hat, die will er jetzt auch weiter sagen. Und ich habe hier drei Punkte. Das erste ist, gerettet sein gibt Rettersinn, oder? Vers 15. Lehren will ich die Übertreter, also die, die es noch nicht haben, die immer noch übertreten, diese Jungs, die Sünder. Das sind alle um uns herum, die nicht gläubig sind, okay? Alle. Lehren will ich sie deine Wege und die Sünder werden sich zu dir umkehren. Wir rufen die Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Das zweite ist, gerettet sein stiftet Rettungsjubel, Verse 16 bis 18. Da wird meine Zunge jubelnd preisen und er weiß, dass dieses Lob von Gott kommen wird. Auch wir werden zur Anbetung, zum Lob Gottes durch Gott befähigt, weil er sagt, Herr, du, tu meine Lippen auf. Und dann folge, mein Mund wird dein Lob verkünden. Echte Anbetung Gottes ist eine geistliche Arbeit, die muss vom Heiligen Geist, vom Inhalt und wahrscheinlich auch in den Ausdrucksweisen vom Geist Gottes gewirkt werden. Das war das Zweite, gerettet sein stiftet Rettungsjubel. Rufe mich an am Tag der Bedrängnis, ich will dich erretten, du wirst mich verherrlichen. Oder im selben Psalm 50, wer Lob opfert, verherrlicht mich. Wunderbarer Vers. Das wird im Himmel so weitergehen. Ich gehe weiter zum dritten Punkt. Gerettet sein, Vers 19, heißt Wesensveränderung. Also wenn sich unser Gottesdienst vielleicht früher einfach im Befolgen äußerer Rituale und Nachplappern und so weiter hier erschöpft hat und wir noch mächtig stolz drauf waren, was für ein tolles Gotteshaus wir haben, was für einen tollen Gottesdienst wir haben, wie tollen Orchester wir haben und wie alles so ganz wunderbar ist, das waren auch die Pharisäer alle sehr stolz drauf zur Zeit Jesu. Aber Jesus hat gesagt zu diesen Rechtgläubigen, den Pharisäern, also schreibt ihnen ins Stammbuch, gell? So erscheint auch ihr zwar von außen den Menschen gerecht, innen aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Gott wird den, der wirklich gerettet ist, demütig machen. Er wird nicht stolz auf seinen Gottesdienst sein. Er wird ein ganz anderes Wesen haben, nicht mehr stolz, sondern Gott auf den Knien sozusagen nahen und ihn erheben. Und am Ende blickt David eben hier von Gottes Geist gelenkt entlang der Heilsgeschichte voraus in die weite Ferne. Und das ist mein letzter Punkt, den ich extra noch formuliert habe. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, Vers 20. Baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Ja, David zieht prophetisch hinaus auf den Tempel Gottes in Jerusalem, also dieser Wohnung, der Burg oder Gründung des Friedens. Also wie im Rettungsbuch der Tora, im zweiten Buch in Exodus, Gott am Ende inmitten seines Volkes in Frieden wohnt, so auch hier am Ende dieses Psalmes wohnt Gott inmitten seines Volkes auf Zion, auf der Spitze da oben in der Stadt des Friedens. Ich fasse zusammen. Psalm 51, tief gefallen, aber nicht ohne Hoffnung. Oh, das ist gut, dass nach dem Gedankenstrich noch was kommt. Nicht ohne Hoffnung,
Lasst uns das den Menschen sagen. Wir haben geschrieben, wir wollen reden über zwischen Elend und Größe. Und tatsächlich, das Elend war groß. Der Fall war groß, nicht nur äußerlich, nicht nur vorübergehend, sondern wirklich alles durchdringend. Oh, hier sind ein paar Fremdworte. Alles durchdringend, per Watere heißt durchwaten, radikal bis zur Wurzel ins Herz, ins Innerste hinein, da ist nichts unberührt. Und es geht bis ins Zentrum unserer Persönlichkeit. Es ist sozusagen total alles umfassend. Das müssten wir zur Sündenlehre noch weiter ausführen. Das ist unser Elend von Natur aus. Und dieses Elend war wirklich groß. Es ist so groß, dass wir es aus eigener Kraft nicht gut machen, nicht überwinden können. Menschen können Menschen nicht retten. Warum? Weil es ein Wunder braucht. Wunder sind Chefsache. Wunder tut Gott. Da musst du hin. Aber nicht ohne Hoffnung. Die Bitten waren nämlich mit Glauben vermischt, die David hier äußerte. Das heißt, der, gegen den wir gesündigt haben, ist auch der, der uns vergeben will. Und der kann es auch und der will es auch und der wird es machen. Keiner sonst. Gehe direkt dorthin, gegen den du gesündigt hast. Gehe direkt zu dem Gott. Er ist nämlich ein gnädiger Gott. Und das zu erkennen und das zu befolgen, das macht die Größe des Menschen aus. Auf den Knien werden wir ganz groß. Das ist unser Platz. Ja, es kann sein, dass Gott dich noch straft, weil er dich erzieht. Hebräer 12 führt es aus, nicht unser Thema heute. Er wird uns auch vielleicht strafen. David wurde gestraft, auch vielleicht du und ich. Aber er wird alle seine Kinder sicher ewig heimbringen. Ergreife diese Gnade. Ich habe einen Liedvers, den ich ans Ende setzen will, und zwar von der Gnade singen. Mechthild von Herf, die kommt aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen, hat Folgendes gedichtet: Gnade, die Jesus uns zugewandt, die unsere Schuld und Sünde bedeckt, strömet von Golgatha weit ins Land, dort hat dein Heiland den Tod geschmeckt. Und der Refrain betont die Gnade: Gnade, Gnade, Gnade vergibt dir und reinigt dich, Gottes Gnade bringt die Errettung für dich und mich. Und so möchte Gott, dass wir ihn von Herzen lieben und loben und ihm leben. So sei es. Amen.